Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in Diamond City angekommen und hatten draußen am Tor bereits das Vergnügen, mit Bürgermeister McDonough und der Reporterin Piper Wright zu reden. Und wir haben nun zwei neue Aufgaben bzw. Quests. Zum einen sollen wir uns erneut mit Piper treffen in ihrem Büro und Bürgermeister McDonough hatte uns an die Detektei Valentine verwiesen bei unserer Suche nach dem vermissten Sean, also dem Sohn der Überlebenden. Und ja, jetzt werden wir uns erst einmal aber hier auch in Diamond City umschauen, ist ja schließlich das erste Mal, dass wir hier sind. Und es ist definitiv die größte Ansiedlung, die größte Stadt im Commonwealth. Also sollten wir uns die Zeit nehmen und uns hier ein bisschen umschauen. So, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier rüber. Hier haben wir erst einmal den Diamond City Markt entdeckt. Und hier haben wir die Frisierstube, den Supersalon von Diamond City. Da können wir uns eine neue Frisur verpassen lassen, aber das müssen wir nicht unbedingt machen. Und wir werden von einer gewissen Nina angesprochen. Wow, du bist aber groß. Und von einem gewissen Petey. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir schauen uns hier erst einmal in Ruhe um. Da vorne haben wir ein Laden, ein Power Noodles Stand. Okay, wir schauen mal weiter. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Würde mich an deiner Stelle von dort fernhalten. Okay, wir haben eine Kartenaktualisierung erhalten und wir sollen das Combat Zone, also diese Raider Bar, von der die Diamond City Sicherheitswache hier redete, erkunden. Nun gut, und er sagte eigentlich, wir sollen uns von dort fernhalten. Na nun gut. Angeblich soll irgendwas Übles im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Warum will da überhaupt jemand hin? Das Ding ist doch schon ewig verlassen. Und wir haben eine weitere Kartenaktualisierung erhalten. Untersuche das Museum der Hexerei. Ist ja sehr nett. Okay, wir haben ein paar Nebenquests erhalten und auch gleichzeitig noch eine weitere Quest. Da hieß es, erkunde den Freedom Trial oder folge dem Freedom Trial. Jetzt weiß ich gar nicht, woher die Quest eigentlich ist, aber ist auch egal. Ich glaube, wir sollten uns von der Wache mal entfernen, denn da hinten, da liegt noch etwas, das sollten wir uns mal anschauen, denke ich. Da haben wir hier etwas liegen, etwas, das wir uns durchlesen können. Die synthetische Wahrheit. Machen wir das doch einfach mal. Oktober 2287. Die synthetische Wahrheit von Piper Wright. Nudeln. Wir alle essen sie. Wir alle lieben sie. Und Power Noodles ist schon seit 15 Jahren eine feste Institution in Diamond City. Von Takashis steifem mechanischem Japanisch über den intensiven Geruch jeder Schüssel bis zu jedem feurigen Bissen. Der Genuss von Nudeln ist eine der großen menschlichen Erfahrungen, die jeder kennt. Oder etwa doch nicht? Genau diese Frage kam in mir auf, als ich letzten Mittwoch gegen 17 Uhr am Tresen von Power Noodles saß und mein Abendessen zu mir nahm. Wie schon so viele Male zuvor. Dann sah ich, wie Bürgermeister McDonough sich auf einen Stuhl setzte und exakt das gleiche Ritual begann. Die rechte Hand streckte sich vor. Der Mund öffnete sich. Kauende Zähne. Ja, er aß Nudeln. Eine Erfahrung, die fast jeder Bewohner von Diamond City kennt. So muss es auch den Bewohnern von Diamond City vor fast 60 Jahren vorgekommen sein, als sie an einem ungewöhnlich warmen Abend im Mai 2229 um genau diesen Tresen herumsaßen. Aber das war die Zeit vor Takashi und seinen Nudeln, als es in der Bar statt Nudeln eiskalte Nuka-Cola, schaumiges Bier und kräftigen Whisky gab. Der Name des Barkeepers war Henry und auch in dieser Nacht verhalf er den Gästen zu den großen menschlichen Erfahrungen des Trinkens, Rauchens, Redens und Lachens. Aber dann kam es zu einer Tragödie. Es gibt nicht mehr viele unter uns, die alt genug sind, um sich an diesen Abend zu erinnern. Einige der Ghoul-Bewohner hätten sicher etwas dazu sagen können, wären sie dank Bürgermeister McDonoughs Anti-Ghoul-Gesetz von 2282 nicht gewaltsam aus der Stadt vertrieben worden. Aber es gibt noch eine Person unter uns, die sich genau an die Ereignisse dieses Abends erinnert. Die hochangesehene Matriarchin Eustach Hasrow, die uns ihre Geschichte in einem exklusiven Interview erzählte. Oh ja, ich war da, hab an der Bar gesessen, so wie du jetzt vor mir sitzt. Ich war 22 und wollte einfach ein bisschen Spaß haben. Hinter der Mauer war ich in Sicherheit. Wir alle waren das. Also, was sollte schon passieren? Und eins kann ich dir sagen, dieser Mr. Carter hat es einem echt leicht gemacht. Er war an diesem Tag in die Stadt gekommen, meinte, er käme irgendwo aus dem Westen. War nicht wirklich wichtig,
Viel wichtiger waren sein Grinsen, sein Lachen und seine Art, durch die sich jeder sofort locker und entspannt fühlte. In dieser Nacht haben wir uns in der Bar irgendwie alle um ihn gedrängt. Jeder wollte mit ihm reden oder etwas über den Zustand des Commonwealths erfahren. Und Mr. Carter kümmerte sich um jeden von uns. Es war wunderbar. Und dann, auf einmal, war es schrecklich. Eustach fiel es sichtlich schwer, die Geschichte über diesen Abend fortzusetzen und den Moment, in dem alles anders wurde und die Wahrheit über Mr. Carter ans Licht kam. Wir hatten so etwa 3 Stunden geredet und getrunken. Mr. Carter hatte da vielleicht 4 oder 5 Drinks intus. Er schien etwas betrunken zu sein, so wie wir alle. Und dann passierte es. Er lächelte und dann verschwand sein Lächeln plötzlich. Sein Gesicht fing an zu zucken. Es sah irgendwie sehr komisch aus. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, als wäre es gestern gewesen. Er griff in seinen Mantel, holte einen Revolver heraus und bäm, er schoss Henry, dem Barkeeper, direkt in den Kopf. Er zögerte nicht, er zeigte keinerlei Gefühlsregung. Mr. Carter hatte Henry so beiläufig getötet, als hätte er einen Drink bezahlt, aber sein Gesicht zuckte immer weiter. Und dann war die Hölle los, das kann ich dir sagen. Was Eustach hier beschreibt, ist natürlich der berüchtigte Vorfall, der inzwischen als zerbrochene Maske bekannt ist. An diesem Abend erfuhren die Bewohner des Commonwealths zum ersten Mal, dass das Institut, eine geheimnisvolle Wissenschaftsorganisation, die für die Entwicklung von Kampfandroiden verantwortlich ist, ein so fortschrittliches Modell gebaut hatte, dass es sich in der menschlichen Gesellschaft bewegen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Das Institut hatte seine Androiden irgendwie zu synthetischen Menschen weiterentwickelt. Synths. Nachdem er Henry erschossen hatte, feuerte Mr. Carter noch auf 3 oder 4 andere Personen. Wie gesagt, es brach die Hölle los. Die Sicherheitsleute kamen und eröffneten das Feuer, aber Mr. Carter schoss einfach immer weiter und schleuderte Menschen durch die Luft. Irgendwann hatten die Sicherheitsleute ihn dann endlich erledigt. Wir alle dachten, sie hätten einen Mann getötet, der einfach Amok gelaufen war. Und er lag auch da wie ein toter Verrückter. Es war schrecklich. Aber dann sahen wir da Plastik und das Metall. Das war noch eins der frühen Sündmodelle und uns wurde klar, dass er gar kein Mensch gewesen war. Da wussten wir es, das Institut war nicht nur da draußen, es war jetzt überall, unter uns. Niemand fand je heraus, weshalb der Sünd, den wir als Mr. Carter kennen, all die Menschen getötet hatte. Einige glaubten, dass er irgendwie vom Institut ferngesteuert worden war, um seine Kampfstärke zu ermitteln. Andere meinten, dass er eine Fehlfunktion hatte und eigentlich niemanden töten sollte. Diese These wird von den Zuckungen in seinem Gesicht gestützt. Aber zu dieser Zeit schien das Warum kaum von Bedeutung zu sein. Viel wichtiger war, dass die Gesellschaft des Commonwealths von einer Organisation unterwandert worden war, deren Ziele und Beweggründe niemand kannte. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Dabei wurde ein Sündmodell verwendet, das nicht einmal so fortschrittlich war wie jene, die mittlerweile im Dienst des Instituts stehen. Was uns wieder zurück zu den Nudeln bringt. Genauer gesagt zu den Nudeln, die Bürgermeister McDonough letzten Mittwoch gegessen hat. Genau an der Stelle, an der der Sünd Mr. Carter durchgedreht ist und mehrere Menschen getötet hat. Nachdem er über Stunden eine Erfahrung geteilt hatte, von der die Bewohner Diamond Cities glaubten, sie sei Menschen vorbehalten. Sie haben sich geirrt. Tun wir das auch. Okay. Haben wir das gelesen? Das war ein Artikel von Piper Wright, wie gesagt. Willst du mal was Lustiges machen? Lauf die Bases ab. Glaub mir, ist super. Okay, gut, okay. Ich glaube, wir entfernen uns von der Wache. Sonst werden wir ja weiter mit tollen Tipps versehen. So, wir schauen uns jetzt, wie gesagt, hier mal um. Ich glaube, es war ganz gut, dass wir den Text gelesen haben. Die haben doch einiges über Diamond City erfahren. Wir haben erfahren, dass es hier keine Ghule gibt. Wir haben von den Sünds erfahren. Etwas mehr, als wir bisher wussten durch unsere Aufgaben für die Stählerne Bruderschaft. Wir sind ja recht früh damit in Kontakt gekommen. Und ja, wir schauen uns mal weiter um, aber wir haben ein bisschen Pech, wir sind natürlich bei Nacht jetzt hier. Ich würde mal sagen, wir schauen mal ganz kurz in den Pip-Boy. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Gucken wir mal kurz in die Daten. Es ist 10 Uhr abends, ja gut, da haben wir natürlich, wie gesagt, etwas, ja, ein bisschen Pech natürlich, da hier die ganzen Händler, die normalerweise da sein sollten, im Moment nicht da sind. Nun gut, wollte ja eigentlich hier die Gelegenheit nutzen, etwas zu verkaufen. Also, was kann ich für dich tun? Aber ich würde mal sagen, da haben wir jemanden, mit dem wir handeln können.
Ja, wir haben hier die Diamond City Surplus. Das heißt, Sie sollten mal ganz kurz mit Dogmeat reden. Wir hatten mir ein bisschen was gegeben, beziehungsweise hat er noch ein bisschen was im Inventar. Also gucken wir erst einmal ganz kurz bei ihm ins Inventar und nehmen mal ein bisschen was raus. Hier haben wir noch eine 10mm Automatikpistole, die würde ich gerne bei der Gelegenheit kurz verkaufen. Dann noch eine normale 10mm Pistole. Wir haben noch eine zweite Schmalzlockenperücke, die nehmen wir ihm mal ab. Und dann müssten wir eigentlich noch, oh, wir haben noch zwei andere 10mm Pistolen. Da gucken wir mal ganz kurz. Eine würde ich gerne aufheben. Wir nehmen mal die kleine Schallgedämpfte hier raus. Die macht nicht allzu viel Schaden. Und dann sollten wir es auch eigentlich schon haben. Und dann werden wir uns mal, tja, an den Mr. Handy hier wenden. Die anderen Läden haben vielleicht geschlossen. Aber Diamond City Surplus hat 24 Stunden am Tag geöffnet. Okay, wir fragen mal, was verkaufst du? Was verkaufst du hier? Alles, Ma'am. Miss Mörner beschafft die ausgefallensten Waren von bester Qualität aus dem gesamten Commonwealth. Wir kaufen auch nicht mehr benötigte Gegenstände an, die sie mit sich führen. Und wir haben rund um die Uhr geöffnet. Na, sehr schön, dann werden wir mit ihm mal handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ausgezeichnet. Das ist natürlich großartig, dass wir hier ihn haben. Und ja, hat es ja beim letzten Mal, am Ende der letzten Folge oder in der letzten Folge nicht gemacht, etwas zu allzu viel zu verkaufen. Bei Cricket hatten wir ja schließlich unsere Charisma-Ausrüstung nicht an. So, dann würde ich sagen, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Wir werden ihm die 10mm Automatik verkaufen, die normale 10mm Pistole. Dann schauen wir mal weiter. Wir gehen mal direkt in die Waffen. Da haben wir noch jetzt eine 10mm rausgenommen gehabt. Da ist sie, die schallgedämpfte beschleunigte 10mm Pistole. Die macht nur 14 Schaden. Die können wir auf jeden Fall hier mal loswerden. Und ich würde auch sagen, wir schauen mal ganz kurz durch, was wir noch haben. Wir haben hier noch die Schmalzlockenperücke. Die zweite, die kann natürlich weg. Der Rest ist unsere Rüstung, die sollten wir auf keinen Fall verkaufen. Und dann haben wir hier noch die DC, ja, Wachenuniform, ja, die werden wir mal lassen. Dann schauen wir mal weiter, wir schauen mal kurz durch die Hilfsmittel durch, da würde ich gerne die Vorkriegsnahrung kurz verkaufen, Blanco Mac Cheese Bag. Dann haben wir hier noch einmal Buff-Tets, wir haben 16 Buff-Outs, würde ich sagen, verkaufen wir ihm mal 10 davon. Machen wir mal ein paar Kronkorken. Dann haben wir noch einen Creme. Zwei Daytripper, die heben wir mal auf. Dann haben wir noch eingelegtes Fleisch. Fleisch und Bohnen, das kann weg. Wir gucken mal weiter, was wir noch so finden. Haben wir noch Hirnpilze, Hubblumen. Na gut, wir können ihm auch Hubblumen verkaufen. Ah, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben noch einmal Kartoffelchips, die werden wir mal zum Verkaufen vorsehen. Oh, wir haben immerhin 42 Köterkeulen. Könnten wir quasi mit dem, was wir eingesammelt haben, hier ein bisschen Geld machen. Na nun gut, wir haben ja noch 19 leuchtende Pilze. Da würde ich auch sagen, verkaufen wir ihm mal quasi ein Pfund, beziehungsweise 10 Stück. Noch ein bisschen wieder aus dem Inventar was los. So, wir schauen mal weiter, was wir noch so haben. Oh, nicht so viel Vorkriegsnahrung hier eingesammelt. Dann haben wir hier noch, oh ja, Nuka-Cola können wir ihm mal verkaufen. Verkaufen wir immer die 7 Flaschen, die wir hier haben. Die wiegen ja auch jeweils ein Pfund, das Stück, das muss ja nicht sein. Dann haben wir noch 11 Psychos, da würde ich auch sagen, verkaufen wir ihm mal 7, das klingt ganz gut. Und ich hatte schon gesehen, er hat auf jeden Fall genug Munition im Angebot, dass er uns, ja, da etwas im Gegenzug für geben kann. So, wir haben ja noch Redex, das würde ich sagen, heben wir auf. Dann haben wir noch Ribeye Steaks. Die Roboter-Reparatursätze wiegen nichts, das ist gut, dann behalten wir die. Und dann verkaufen wir hier nochmal die Schlammbohnen, auch nochmal ein Pfund, also sprich 10 Stück. Mal die mal los, so. Dann haben wir noch zwei Süßkuchen, die werden wir mal verkaufen. Teerbeeren, Todeskreinstick, das behalten wir. Schauen wir mal weiter, dann haben wir noch wilde Mutterbeeren, da würde ich auch sagen, auch wieder ein Pfund weg, sprich 10 Stück. Kriegen wir auch nochmal 40 Kronkorken für. Dann haben wir hier noch Yum-Yum russische Eier und einmal Zuckerbomben, auch ein halbes Pfund wieder weg. Sehr, sehr schön. Würde uns jetzt 827 Kronkorken einbringen, so viel hat er natürlich nicht. Also schauen wir mal am besten in seine Munition rein, was er da im Angebot für uns hat. Er hat 45er Patronen, er hat 10mm Patronen, er hat eigentlich alles, er hat auch einen Fusionskern. Den möchte ich jetzt aber nicht kaufen, da haben wir genug eingesammelt. Würde ich sagen, kaufen wir mal die 10mm Patronen und zwar alle. Und dann haben wir noch 45er Patronen, da müssten wir jetzt 956 Kronkorken für ausgeben. Machen wir das einfach, haben wir genug Vorrat. Dann würde ich auch sagen, nehmen wir ihm auch noch die 308er Patronen ab. Ja, machen wir es einfach, die 21
Patronen bzw. 26 Kronkorken sind es jetzt auch nicht. So, dann kriegt man noch 411 Kronkorken von uns und dann nehmen wir den Handel einfach mal an. Sehr schön, hätten wir das. Und dann verlassen wir ihn mal gleich mal wieder. Haben wir hier mit dem Mr. Handy namens Percy gehandelt. So, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Hier ist auch der Nudelstand, von dem in dem Artikel von Piper die Rede war. Also Power Noodles, ganz genau. So, jetzt sollten wir uns aber mal auf die Suche nach der Detektei Valentine machen. Und dann würde ich sagen, wir suchen uns mal einen Weg dahin. So um die 33 Meter eigentlich in die Richtung, aber da hinten ist kein Durchgang. Erschießt du Leute, Lady? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Naja, wenn sie auf uns zuerst schießen. Nun gut. So, gucken wir uns mal weiter um. Kaum zu glauben, dass du das wirklich isst. Es gibt nur eins, was man im Dugout Inn kaufen sollte, und das ist der Schnaps. Ich muss auch mal was essen. Was erwartest du denn bitte? Ein echter Sohn von Diamond City ist am Nudelstand. Hier gibt's nichts zu sehen. Okay, und wir haben das Dugout Inn entdeckt quasi. Also die Bar von Diamond City. Gut, nachdem, ja, die Bar dort, wo jetzt Power Noodles ist, wo geschlossen wurde nach der Schießerei. Ah ja, hier sind auch die Bases, von dem uns die Wache erzählt hat. Ich kann nicht mit Leuten reden, die ich nicht kenne. Okay, dann reden wir nicht mit dir, Nina. Okay, kein Problem. So, schauen wir uns mal weiter um. Wir befinden uns ja jetzt hier eigentlich auch im Infield von dem Stadion, das Diamond City ist. Ah ja, und da drüben haben wir auch das DCR, also das Diamond City Radio. Gut, da werden wir uns sicherlich auch nochmal umschauen, zu einem späteren Zeitpunkt. Und da hinten, tja, da ist einer der Gründe, warum das hier das grüne Juwel genannt wird, nämlich die grüne Mauer. Da streicht auch jemand die Wand neu. Okay, gut, wir schauen uns aber mal weiter um, beziehungsweise begeben uns mal zu der Detektei Valentine. Deswegen sind wir ja hier. Und da haben wir sie auch schon gefunden, beziehungsweise erreicht. Hier dürfen wir nicht mehr die Bierflaschen stehlen, na großartig. Nun gut, haben wir auch nicht vorgehabt. Wir wollten ja schließlich zur Valentine Detective Agency. Dann wollen wir uns mal da reinbegeben und uns da drin mal umschauen. Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Okay, gut, da vorne ist jemand, mit dem wir seine reden können. Krawatten. Oh, Nick. Okay, eine gewisse Ellie Perkins, dann würde ich sagen, reden wir mal mit ihr. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Okay, wir können jetzt erstmal fragen, wer bist du? Oder wir können sagen, es ist wichtig. Ich würde sagen, wir fragen erst einmal, wer sie ist. Moment, wer bist du? Bist du etwa der Detektiv? Ich? Nein, ich bin Nicks Sekretärin. Ich kümmere mich um seine Termine, seine Akten und solche Sachen. Naja, zumindest habe ich das gemacht, aber jetzt ist Nick verschwunden und ohne Detektiv lässt sich auch keine Detektei betreiben. Na, lass es wohl wahr. Dann fragen wir mal danach, gibt es irgendwelche Hinweise? Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt. Und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Okay, jetzt können wir noch nach Skinny Malone fragen. Machen wir das mal? Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Okay, klingt irgendwie nach Mafia. Nun gut, jetzt können wir auch noch nach Good Neighbor fragen. Machen wir das als nächstes? Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Okay, unsere Karte hat sich aktualisiert und wir können jetzt entweder Geld dafür verlangen oder Hilfe anbieten. Ich würde sagen, wir werden einfach unsere Hilfe anbieten. Ich werde ihn finden, das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Also klassische Detektivgeschichte. Und wir haben die Quest Juwel des Commonwealths abgeschlossen, also unsere Hauptquest erst einmal, und haben dafür 182 EP erhalten. Und wir dürfen jetzt tatsächlich den Detektiv suchen, der eigentlich uns helfen sollte, nach Sean zu suchen. Und wir haben eine neue Quest begonnen, Simon Valentine, suchen nach Nick Valentine.
Okay, werden wir das auf jeden Fall machen. Aber wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um, denn rechts erregt etwas meine Aufmerksamkeit. Schauen wir da mal ganz kurz auf dem Schreibtisch. Da hinten liegt etwas. Das können wir auch mitnehmen. Eine Ausgabe von Robco Fun. Verdammt nochmal, ja. Du hast eine Ausgabe von Robco Fun gefunden. Enthält das Holobandspiel Zeta Invasoren. Also wir haben jetzt ein Holobandspiel gefunden, das wir auf dem Pip-Boy spielen können. Nun gut. Oh, steht mir jetzt nicht unbedingt der Sinn nach. Also, wenn wir uns hier weiter umschauen, gucken wir mal, wie ja Ellie Perkins und Nick Valentine so wohnen, würde ich mal sagen. Dogmeat findet das auch spannend offensichtlich. Oder ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wollte auch lieber wieder raus. So, hier hinten haben wir etwas. Hier hinten haben wir eine Munitionskiste mit 5 mm Patronen. Die dürfen wir aber nicht mitnehmen. Noch eine Kochplatte. Und da unten haben wir etwas, das wir uns durchlesen können. Da steht Confidential drauf, also sprich streng geheim oder auf jeden Fall geheim. Der mysteriöse Fremde. Lesen wir uns das mal durch. Scheint eine Fallakte zu sein. Fall. Der mysteriöse Fremde. Seit Jahren gibt es immer wieder Berichte über den sogenannten mysteriösen Fremden, der sporadisch in den alten USA gesehen wurde. Im besten Fall ist der Mann ein amoralischer Irrer. Im schlimmsten Fall ein höchst aktiver Serienmörder. Bekannt ist nur sein Modus operandi. Er taucht plötzlich auf, tötet gnadenlos und verschwindet dann, ohne ein Wort zu sagen. Der Fremde hat keine bekannten Komplizen, wählt seine Opfer ohne nachvollziehbare Methode aus und hinterlässt keine Visitenkarte. Sichtungen gab es von der RNK bis hin zur Ostküste, und zwar seit Jahrzehnten. Jetzt ist er im Commonwealth aufgetaucht. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist noch so ein Psychopath, der Amok läuft. Es wird Zeit, das Mosaik zu vervollständigen, damit er erledigt werden kann. Beschreibung: männlich, Mensch, wechselnde Kleidung. Aber bei den letzten Sichtungen trug er einen langen Mantel und einen Filzhut. Der Kerl hat Geschmack, das muss man ihm lassen. Ein Mann, mehrere Männer, ein Ghoul mit minimalen Vernarbungen, könnte eine mögliche Erklärung für die langen Abstände zwischen den Sichtungen sein. Erscheint und verschwindet plötzlich, was auf außergewöhnliche Infiltrationsfähigkeiten oder Zugang zu fortschrittlicher Tarntechnologie hindeutet. Bis auf die frühesten Beschreibungen wird davon ausgegangen, dass der Fremde ausschließlich konventionelle Waffen verwendet, was ein Infiltrationstraining noch wahrscheinlicher macht. Bei Tätern wie diesen wünschte ich, das Institut hätte vor meiner Entlassung ein thermales Erkennungssystem springen lassen. Sichtung: Commonwealth bestätigt. Ödland, der Hauptstadt, bestätigt. RNK, alte Gerüchte. Shady Sands, ganz alte Gerüchte. Okay, sehr interessante Notiz, denn dieser mysteriöse Fremde darauf, ja, was hier angespielt wird, bezieht sich auf das Watz, auf eine Fähigkeit, der dann auftaucht, wenn man die entsprechende Fähigkeit gelernt hat. Wir können ja mal ganz kurz in den Pip-Boy schauen. Ich glaube, diesen Fall wird Nick Valentine niemals lösen, aber sei auch egal. Wir schauen mal ganz kurz in die Skill-Tabelle. Und schau mal, wo wir diesen entsprechenden Skill finden. Glaube, da ist er auch schon. Da rechts ist er zu sehen. Der mysteriöse Fremde. Wer ist das? Warum hilft er? Wen interessiert das? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich im Watz und hilft dir mit tödlicher Effizienz. Okay, gut. Also wie gesagt, diesen Fall wird Nick Valentine niemals lösen. Gut, dann würde ich sagen, ja, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Dogmeat wimmert schon, der möchte wieder raus. Ja, ich möchte auch wieder raus, aber wir sollten uns trotzdem mal ganz kurz umschauen. Ich glaube, hier haben wir auch das Bett von Nick Valentine. Aha. In seinem Koffer hat er ein OP-Tablett und eine Sonnenbrille. Na nun gut. Aber hier dürfen wir auch nicht, ja, hier dürfen wir auch nicht schlafen. Na nun gut. So, hier haben wir einen Ausgang nach Diamond City. Dann würde ich sagen, nehmen wir den, kommen wir mal ein bisschen auf die Dächer von Diamond City. So, und dann sollten wir uns jetzt wohl einen Weg zu Piper suchen, beziehungsweise zu Pipers Büro. Oh, bisschen ungünstig hier, aber wir schauen uns mal um, kriegen wir mal einen anderen Blick auf die Stadt, beziehungsweise hier auf den Diamond City Markt. Oh, da ist irgendwas los. Ich glaube, wir sollten mal runtergehen. Doc flitzt da nämlich ziemlich ziellos rum. Ich glaube, wir gehen hier erstmal runter. Keine Bewegung, Synth. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Synth. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter! Sofort! Er ist ein Synth! Er wird uns alle töten! Kyle! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Synths in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure Scheißparanoia!
Okay, jetzt haben wir miterlebt, wozu diese Paranoia hier führt. Denn wenn man sich die Überreste so anschaut, der, den sie gerade erschossen haben, war definitiv ein Mensch und kein Sünd. Okay, können wir uns ja die Überreste anschauen. Wir hatten ja schon eine tote Sünd gesehen, als wir uns um den Covenant-Fall gekümmert haben. Wir schauen mal ganz kurz bei ihm rein. Wir schauen nochmal ganz kurz. Also da sind definitiv keine Sündüberreste bei. Wir lassen das zurück hier mal liegen, nicht, dass wir uns Ärger einhandeln. Also das werden wir mal zurücklassen. Weitergehen. Okay. Ich würde mal sagen, wir reden mal hier mit dem Beschuldigten. Oh. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Okay, wir fragen mal, was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Was steht ihr da alle noch rum? Ja, das glaube ich. Nachdem gerade sein eigener Bruder erschossen wurde, der ihn beschuldigt hat, ein Sünd zu sein. Okay. Und hier, die Diamond City Wache kickt uns auch noch an. Nun gut, ich glaube, wir sollten uns dann wirklich, wie ja alle anderen auch, hier verabschieden. Kyle. Okay, keine schöne Szene hier gewesen. Nun gut, so, jetzt sollten wir uns mal auf den Weg zu Piper machen. So, hier vorne ist auch, ja, da wo wir auch die Folge gestartet haben, ihr Büro bzw. das, in Anführungszeichen, Verlagshaus von Public Occurrences. So, jetzt schaue ich gerade, dass uns hier nichts angezeigt wird. Ich glaube, die Quest ist nicht aktiv. Wir schauen mal ganz kurz in den Pip-Boy. Da haben wir sie auch schon. Die Story des Jahrhunderts begibt dich zu Pipers Büro. Schalten wir uns die mal ein. Und dann sollten wir jetzt eigentlich einen Questmark hier haben. Aha, Doc Mid freut sich. Okay, dem geht's gut. Und da ist auch das Questmark. Dann werden wir uns mal jetzt da reinbegeben und mit Piper reden. So, und jetzt hat sich auch unsere Quest aktualisiert. Und dann heißt es jetzt, sprich mit Piper. So, dann werden wir uns hier mal umschauen und sie mal suchen gehen. Denn hier ist ja offensichtlich jetzt erst einmal nicht zu sehen. Nun gut. So, da hinten haben wir auch die Druckpresse offensichtlich. War bei dem Artikel, den wir gefunden hatten, bis wir sie gelesen haben, etwas erstaunt, dass der eigentlich handschriftlich abgefasst war. Na nun gut. Eine Kopiermaschine ist das aber hier, glaube ich, nicht unbedingt. Na nun gut. So, ich glaube, wir sollten uns mal oben umschauen. Oder hier unten. Nee, da ist ihre Schwester, nett. Okay. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Okay, da haben wir Piper gefunden und sie nennt uns Blue. Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist? Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf dem trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Okay, können jetzt sagen, nicht jetzt oder das Interview geben. Würde mal sagen, wir sagen mal kurz nicht jetzt. Nicht jetzt, Piper. Also gut, ich kann warten. Ein bisschen. Okay, sind wir eine sehr ungünstige Position hier. Piper soll mal hier runterkommen. So, mal sehen, ob sie das jetzt macht. Die Position da auf der Treppe war etwas sehr unschön. Mal sehen, ob sie uns den hier fallen tut. Wir schalten mal auch den Pip-Boy wieder ein. Ich glaube, hier ist etwas besser. Reden wir nochmal mit Piper. Hey, Piper. Bist du bereit für das Interview, Blue? Okay, jetzt können wir fragen, was gehört dazu? Also was gehört zum Interview dazu, nehme ich mal an. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Okay, etwas besser jetzt hier unten. Gut, dann würde ich sagen, geben wir ein Interview, ansonsten können wir nur noch sarkastisch antworten. Okay, Piper, ich bin dabei. Gut, kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Okay, was macht das schon, können wir jetzt antworten. Das war normal, wir waren im Kälteschlaf. Ich würde sagen, wir antworten ehrlich und erzählen dir, dass wir im Kryoschlaf waren. Meine Familie und ich wurden eingefroren. Ich war nicht lange im Vault. Warte, die haben dich in eine Kühltruhe gesteckt? Die ganze Zeit? Heißt das, du hast die Zeit vor dem Krieg erlebt? Der Krieg? Fragen wir mal nach dem Krieg. Der Krieg? Welcher Krieg? Der Krieg, der uns diese wunderschöne Landschaft aus zerstörten Gebäuden und Strahlung beschert hat? Willst du mir damit sagen, du weißt, wie alles aussah, bevor es zerstört wurde? Ja, das wissen wir. Ja, ich bin über 200 Jahre alt. Oh mein Gott, die Frau aus einer anderen Zeit. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben?
Wie soll das gehen? Da ist irgendwie unklar, was damit gemeint ist, okay? Lustig, Sachen zu zerstören, ist scheiße. Gibt mir Hoffnung. Nehmen wir mal, gibt mir Hoffnung. Ganz ehrlich, zu sehen, wie ihr hier draußen überlebt und alles neu aufbaut, das gibt mir Hoffnung. Das ist überraschend inspiriert, Blue. Das Zitat werde ich definitiv nehmen. Jetzt die große Frage. Du bist hierher gekommen, weil du jemanden suchst. Wer ist es? Okay, jetzt können wir fragen, was macht das schon ein Familienmitglied, niemand oder direkt antworten mit Sean. Ich würde sagen, wir sagen einfach nur ein Familienmitglied. Ich habe meine Familie verloren, klar. Ich versuche sie wiederzufinden. Wie heißen Sie, Blue? Wer sind Sie? Okay, die Reporterin in Piper bricht durch und sie bohrt nach. Okay, dann sagen wir ihr Sean. Mein Baby Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Jetzt können wir nach dem Institut fragen. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, könnte sein. Würde sagen, wir wissen ja über das Institut schon Bescheid, also sagen wir, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das tut keiner. Das macht sie so unheimlich. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Okay, Leute ignorieren Entführung? Gut, machen wir das jetzt erstes Mal. Warte, die Leute ignorieren Entführungen hier draußen einfach? Ja, Blue, noch nicht gemerkt? Man wächst im Commonwealth auf und irgendwann wird jemand entführt. Vielleicht nicht jemand, den du kennst, aber jemand. Und die Leute sagen nur, naja, hätte schlimmer kommen können, wenn Raider, Supermutanten oder wilde Ghule ihn erwischt hätten. Sie geben einfach auf. Darum möchte ich, dass meine Leser erfahren, was dich zum Weitermachen bewegt. Vielleicht nehmen sie sich ein Beispiel. Und was sagst du? Na okay, dann können wir jetzt antworten, einen Tag nach dem anderen, Rache nehmen, nicht die Hoffnung verlieren. Ich finde, nicht die Hoffnung verlieren, das ist immer richtig. Also niemals aufgeben. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss, Blue. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Sehr schön, jetzt stand da kurz, Piper ist bereit, dich zu begleiten und wir haben die Quest, die Story des Jahrhunderts abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt auch Piper als Begleiterin mitnehmen. Okay, gut, dann war das unser, ja, erstes persönliches Gespräch mit Piper. Bei meinem ersten Playthrough habe ich ab diesem Punkt dann nur noch mit Piper gespielt. Also, schauen wir mal, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Für heute soll es nämlich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.